Im heutigen Markeflüster wird es ein bisschen historisch, denn wir schauen uns mal in Streiflichtern das irre Jahr 2020 an, denn dann sehen wir, dass da viele Parallelen zu früheren Jahren der Fall sind. Aber all das passiert in einem einzigen Jahr, all das wie in einem Brennglas passiert in einem Zeitraffer, könnte man sagen. Und wir wollen uns diese Parallelen, wie gesagt, mal schnell anschauen. Wir haben, um nur einige zu nennen, eine Pandemie wie 1918, klar, braucht man nicht da viel dazu sagen. Wir haben teilweise eine Wirtschaft wie im Jahr 1929 im Gefolge der Wirtschaftskrise. Die Daten sind teilweise ähnlich gewesen im Gefolge eben des Lockdowns, der Corona-Krise. Wir haben soziale Unruhen wie in den 1960er Jahren in den USA. Wir haben einen Aktienmarkt-Crash gesehen wie im Jahr 1987 im Oktober, als es ja extrem schnell nach unten ging, dann allerdings auch schnell nach oben ging. Wir haben eine Spekulationsblase wie im Jahr 1999, siehe Tesla und Konsorten. Und wir haben in den USA, das wird teilweise wenig beachtet, auch einen Immobilienmarkt, der wieder total boomt, so wie im Jahr 2006. Das sind nur einige Aspekte, die ich versuche so ein bisschen zu unterfüttern mit ein paar Grafiken. Schauen wir uns zunächst mal die Bewertungslage an. Ich hatte darüber schon oft gesprochen, muss man nicht allzu viel sagen. Wir haben aber heute ein neues Allzeithoch erreicht. Was das Kurs-Gewinn-Verhältnis betrifft beim S&P 500, wir haben nämlich jetzt die Dotcom-Blase überholt im heutigen Handel. Das ist doch mal ein Grund zu feiern. Wir sehen hier den Nasdaq, der natürlich der Treiber dieser Entwicklung ist, die großen Tech-Werte. Wenn wir uns mal anschauen, wie weit der schon jetzt im Plus ist in diesem Jahr, 42%, damit die Tiefste, die wir, oder das Hoch, das wir im Februar gesehen hatten, also vor dem Crash im März, weit überholt, ist also deutlich drüber. Der DAX kratzt so langsam daran, jetzt wieder auf den Stand von Februar zu kommen, wie wir gleich sehen werden. Wir haben auf der anderen Seite eben ein Sentiment, das so bullisch ist wie lange nicht mehr. Wir haben Put-Call-Ratio extrem gering, also keinerlei Absicherungen im Markt. Wir haben auf der anderen Seite jetzt aber nach diesem extremen Bullenlauf Resistance, also Widerstand. Wenn wir uns diese Grafik mal anschauen, dann sehen wir hier die Trendlinie seit der Finanzkrise 2009 beim Leitindex S&P 500 und so um und bei in der Zone bei 3550, da kommt dieser Index an einen Widerstand. Schauen wir uns jetzt hier mal den DAX wie angekündigt an. Da sehen wir, der ist jetzt dabei, noch diesen März-Crash zu verarbeiten, hat er noch nicht ganz geschafft, auch wenn er heute richtig stark auf der Brust ist. Das muss man sagen, der DAX ist wirklich ein Outperformer heute und das kann natürlich daran liegen, dass die Finanzkonditionen in den USA viel, viel laxer sind als in Europa. Wir sehen hier diese hellblaue Grafik, das ist Europa. Da ist nicht viel passiert nach dem März. Da ist also die Kreditvergabe für Unternehmen, das es hier mit dieser Grafik gemeint ist, kaum aufgeweicht worden. Nach wie vor ein echtes Problem, während in den USA die Financial Conditions extrem lax sind, so lax wie lange nicht mehr. Und wir haben in der jetzigen Situation marktinterner, praktisch das, was nicht sofort sichtbar ist, aber vielleicht doch relevant ist, dass wir praktisch immer mehr Aktien haben, die 52-Wochen-Tiefs erreichen in den USA, immer weniger die 52-Wochen-Hochs erreichen bei gleichzeitig steigendem S&P 500. Und heute geht es sehr volatil zur Sache, wie wir auch gleich in den Charts sehen werden. Wir haben jetzt die Situation, dass nur im Privatsektor die US-Banken deutlich skeptischer werden und vor allem die minderbonitären Kunden deutlich enger sozusagen an die Kandare nehmen. Wir sehen, dass die Subprime-Loans, dass man da besonders die Risikoparameter schärfer angezogen hat. Das ist hier erkennbar. Das trifft dann vor allem natürlich die eher ärmeren Bevölkerungsschichten. Und wir sehen hier zum Beispiel das, was die Deutsche Bank hier anmerkt in, naja, Anspielung so ein bisschen auf diese Unruhen in den 1960er Jahren, die ich hier schon angeführt hatte, dass nämlich weiße Amerikaner Zugang zu Computern haben, 83%, während Schwarze nur bei 60% sind, Latinos sogar nur bei 51%. Und auch die Qualität, die Schnelligkeit des Internets ist bei weißen Amerikanern deutlich höher. Also wir sehen, dass diese ganze Geschichte weiter auseinanderdriftet und die Deutsche sagt, dass ist die zukünftige Arbeitslosigkeit, die sich in einer solchen Statistik zeigt, zukünftiges weiteres Auseinanderdriften der amerikanischen Gesellschaft. Und wir haben heute ja die ADP-Arbeitsmarktdaten gesehen.
Und wir sehen hier, dass im Bereich Leisure Hospitality, also Gastgewerbe, Gig Economy, mit Abstand die meisten Jobs geschaffen wurde. Das ist das eine. Das sind also minder bezahlte Jobs. Und wir haben auf der anderen Seite die Situation, dass fast nur große Firmen Jobs geschaffen haben, nämlich die, die mehr als 1000 Angestellte haben. Also das ist sozusagen eine weitere Ausdifferenzierung, die wir dann auch in den Aktienmärkten sehen, dass die großen Firmen besser laufen als die kleinen Firmen oder die kleineren Aktien. Das ist auffällig. Ich hatte heute, darauf möchte ich nochmal gesondert hinweisen, einen Artikel bei Finanzmarktwelt geschrieben, der heißt "Das schleichende Ende des Kapitalismus hat begonnen", in dem ich versuche zu zeigen, dass der Staat immer mächtiger wird, immer größer wird, immer wichtiger wird für die Wirtschaft, werden Märkte immer irrelevanter werden. Wir haben jetzt vielfach die Situation, dass wir entweder schon Helikoptergeld haben, wie in den USA, praktisch Notenpresse, Finanzierung der Menschen durch die Notenbankpresse auf der einen Seite, dass wir Insolvenzordnung aufgehoben haben, dass wir Kurzarbeitergeld immer länger verlängern. Das bedeutet, dass man irgendwann gar nicht mehr zurück kann, nicht mehr hinter diese bereits getroffenen Maßnahmen zurück kann. Denn wenn ich die Insolvenzordnung wieder einführe, dann habe ich eine Pleitewelle und sondergleichen, dann habe ich Arbeitslose, das will dann keiner. Also wenn man die Büchse der Pandora öffnet, dann wird es immer schwieriger. Der Staat rettet alles und alle, Unternehmen wie Privatleute. Und das führt dazu, dass letztendlich Zombiefirmen überleben, dass Menschen und Kapital fehlallokiert werden. Alte, nicht überlebensfähige Firmen, die nur am staatlichen Tropf hängen, die können überleben, verhindern damit, dass neue Firmen entstehen. Damit werden Märkte praktisch, naja, kann man sagen, wird ihnen der Sauerstoff entzogen. Das ist eine fatale Entwicklung. Schauen Sie da mal rein bei finanzmarktwelt.de. Werden Sie diesen Artikel finden, würde mich interessieren, was Sie dazu sagen. Wir schauen uns jetzt aber nochmal die Charts an. Meine Damen und Herren, und was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100 auf 4-Stunden-Basis in den Charts von Kapitalista.com. Und sehen, wir haben jetzt einen Stand von 12.289, aber wir waren hier schon deutlich höher. Wir waren weit über 12.400 bei dem Highflyer-Index und waren dann mal plötzlich, bums, richtig runtergeknallt. Teilweise eine Tesla minus 13%, eine Apple minus 4%. Also diejenigen, die vorher sehr, sehr gut gelaufen sind, sind plötzlich nicht mehr gut gelaufen. Und wir sehen auf der anderen Seite hier den DAX, der richtig Gas gibt, 13.271 Punkte. Das ist schon erstaunlich, dass der DAX sich besser hält. Wir haben Euro-Dollar insgesamt heute Dollarstärke, 1,1892. Gestern waren wir kurz sogar noch auf dem höchsten Stand seit 2 Jahren, nämlich über der 1,20er Marke. Was ist da los? Das Dollarsentiment ist extrem negativ, das Aktiensentiment ist extrem positiv, und wenn die Extreme zu extrem werden, dann passiert manchmal das Gegenteil von dem, was eigentlich so angenommen wird. Und das gilt vielleicht auch für Gold, das aktuell bei 1941 Dollares hantiert. Also, das war ein kurzer Abriss. Wir sehen sozusagen in einem Jahr so viele Dinge, die wir schon aus der Vergangenheit kennen, natürlich in leicht veränderter Form, aber all das kommt jetzt ein Stück weit wieder, und zwar in so massiver Form. Wir haben jetzt noch fast ein Viertel des Jahres hier vor uns. Wer weiß, was da noch alles passieren wird. Ich finde es schon verdammt viel und verdammt auffallend. Das wird sicherlich ein Jahr sein, das in die Geschichte eingeht. So viel scheint klar. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sag Ihnen Servus und Ciao.